Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde, der Börsencrash-Offenbarungseid für dein Depot. Fragezeichen, ich hoffe es natürlich nicht. Ich habe aber schon miterlebt hier, auch in der Finanzcommunity, dass im März bis 50% Depotwert verloren worden sind auf Jahresbasis, das heißt von Januar bis März. Das ist natürlich schon heftig. Und wir haben ja jetzt wieder etwas ruhigere Börsenzeiten momentan. Wobei natürlich die Frage ist, ob wir uns im Auge des Orkans befinden oder ob der Sturm schon vorbeigezogen ist. Das wird sich dann zeigen. Das weiß momentan ja noch keiner. Das hängt davon ab, wie die Corona-Pandemie und davon abhängig wiederum dann der Lockdown der Wirtschaft sich entwickeln. Kann keiner vorhersagen. Was wir aber schon mal machen können, jetzt in der momentan ruhigeren Zeit, ist mal ein bisschen die ganze Geschichte jeder für sich Revue passieren lassen. Das heißt, wie ist dein Depot durch den Börsensturm gekommen? Und davon abhängig musst du dann oder solltest du die ein oder andere Entscheidung treffen. Das heißt, ich sage jetzt nochmal, warum das wichtig ist, jetzt nochmal ein bisschen nach hinten zu treten und mit Abstand auf die eigene Depot-Performance zu schauen. Zum einen und zum anderen zeige ich dir dann mal, wie das Starter-Depot als ein Beispiel performt hat und warum es so performt hat. Gibt dir noch ein paar interessante Links als Hintergrundinformationen, dass du da ein bisschen weitergraben kannst, wenn du möchtest. Und dann hoffe ich, dass du wieder ein bisschen schlauer geworden bist nach dem Video. Ja, mein Name ist Thorsten Tietz, ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net. Ich habe jetzt schon seit ein paar Tagen kein Video gemacht, was damit zu tun hat, dass ich die oder das ja die Webseite des Aktienfinders stark überarbeitet wird und bald neu aussieht. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, von langfristig steigenden Kurs und Dividenden zu profitieren. Jetzt dann aber würde ich sagen, auf zum Thema. Wenn wir mal. Ja, viele von euch haben wahrscheinlich auch überhaupt keinen Börsencrash erlebt, nehme ich einfach mal an. Es sind ja viele junge Zuschauer dabei. Und ich glaube, es könnte so der Eindruck beim einen oder anderen entstehen, dass dieser Börsencrash so eine Art unvorhersehbares Ereignis gewesen ist. Eine einmal Geschichte, die man abhaken kann, wenn das vorbei ist. Das ist nicht so, insofern als dass der Börsencrash zwar jetzt ausgelöst worden ist durch ein Virus, und das hat so natürlich keiner vorausgesehen. Aber ein Börsencrash, der gehört noch ganz normal dazu. Also wenn du ein Aktionär bist, dann gehört die Erfahrung eines oder mehrerer Börsencrashs im Normalfall für dich dazu. Welcher Auslöser das sein wird, ist im Prinzip egal. Börsencrash heißt einfach, dass die Aktienkurse rapide an Kurs verlieren und es werden auch Bärenmärkte für dich zur Erfahrung gehören. Das heißt, längere Kursschwächen an der Börse, wo deine Depot-Performance auf Wochen- und Monatsbasis, vielleicht sogar auf Jahresbasis negativ sein wird. Und das Wichtige ist einfach, dass diese Phasen, die ganz normal sind, dich nicht aus der Bahn werfen. Einmal natürlich psychisch, das ist klar, aber hier geht es jetzt schwerpunktmäßig darum, vermögenstechnisch. Ich habe ja schon eingangs gesagt, dass wir hier ich einzelne Depots gesehen haben, die weit mehr verloren haben als der Markt. Der Markt, der ist, das ist jetzt mal der MSCI World für uns. Und der hat hier verloren, das ist so ein kleines Factsheet von MSCI, dem Emittenten des MSCI World unter anderem. Der Markt hat bis zum 31. März 2020 year to date, also Januar, Februar, März, verloren um die 20%, etwas über 20%, je nachdem, welchen MSCI-Index man hier nimmt. Aber MSCI World hat 21% verloren. Das ist jetzt quasi dann die Benchmark, wenn man so möchte. Und wenn du auch ungefähr so viel verloren hast, dann sage ich mal, ist es okay. Wenn du aber 30%, 35%, 40% oder vielleicht sogar noch mehr verloren hast, dann solltest du dir wirklich Gedanken machen und solltest auf keinen Fall auf ein Virus schieben. Die schlechte Performance nach dem Motto, hat ja keiner kommen sehen, habe ich halt leider Pech gehabt. Das ist nämlich nicht, weil hättest du jetzt während der Corona-Krise kein Pech gehabt, dann hättest du dich halt später erwischt, wenn die nächste Börsenkrise gekommen wäre. Und das Ganze hat ja ein Muster. Das heißt, das ist ja kein Zufall. Also du kannst immer versuchen, auf Zufälle zu schieben. Wenn du jetzt eine Kreuzfahrtaktie im Depot hast, also Karneval oder so, das konnte ich ja nicht wissen. Wenn du dann in Tanker investiert bist, ich übrigens auch in Tanker investiert, oder sehr stark halt im stationären Einzelhandel investiert bist, und das, ja, das konnte ja keiner wissen, dass jetzt die Läden geschlossen werden. Ja, das stimmt ja alles. Aber
Touristik, dieser stationäre Einzelhandel oder Einzelhandel, Tourismus, diese ganzen Branchen, die sind einfach konjunktursensible Branchen. Und das ist egal, ob das jetzt ein Virus ist, ob das jetzt oder ein anderer externer Schock oder was auch immer. In einem Konjunkturzyklus ist es also einfach so, dass die Zykliker zyklisch sind. Das heißt, dass deren Gewinnentwicklung dann überproportional nach unten geht im Vergleich zu nicht zyklischen Unternehmen. Und entsprechend gehen dann auch die Aktienkurse gen Süden. Und das zieht dann auch dein Depot halt mit. Das heißt, wenn du sehr stark in Zykliker investiert bist, dann ist es im Prinzip klar, dass du stark betroffen sein wirst, dein Depot-Performance stark betroffen sein wird, wenn der Wirtschaftsabschwung beginnt. Ich habe hier einen Artikel geschrieben auf meinem Blog, ein anderer Artikel geschrieben hier auf meinem Blog, wo ich erkläre nochmal, was es mit dem Corona-Crash auf sich hat, in Bezug setze zu den Börsencrashs vorher. Und dann ich dir auch noch zeige hier, welches die Verliererbranchen sind. Und das sind jetzt alles konjunkturabhängige Branchen. Und mein Ratschlag an dich wäre einfach mal zu gucken, dass du das langfristige Gewinnwachstum, was ja im Prinzip das Credo im Aktienfinder ist, dass du das, dich auf das lang, dass du dein Depot auf das langfristige Gewinnwachstum prüfst. Insbesondere dann, wenn du jetzt außergewöhnlich hohe Kursverluste erlitten hast. Und wahrscheinlich wirst du dann feststellen, falls dieser Fall ist, dass du hier in diesen Branchen sehr stark unterwegs bist. Es gibt ja auch die Gewinnerbranchen, das sind die, habe ich alles im Artikel drin. In meinem Artikel siehst du auch nochmal komplett hier die ganzen Branchen aufgeführt. Das sind also wie gut welche Branche im Prinzip durch den Börsencrash bisher gekommen ist. Es sind weit über 100 Einträge hier drin. Kannst du dir gerne anschauen, ich verlinke das auch. Auf jeden Fall solltest du dir dann hier entsprechend die Gedanken machen und gucken, wie es um die Gewinnstabilität deines Depots bestellt ist. Und es gibt da eine ganz klare Korrelation, also einen ganz klaren Zusammenhang zwischen dem, wie gut ein Depot abschneidet, im inneren Börsencrash insbesondere, und wie gut die Gewinnstabilität ist. Was du ja nicht vergessen darfst, das ist, angenommen, dein Depotwert geht jetzt tatsächlich um diesen relativen Maximalbetrag, den ich jetzt bisher gesehen habe, von 50% nach unten in einem Crash. Da muss dein Depot wieder um 100% zulegen, um den Ausgangsstand wieder zu erreichen. Und das ist keine einfache Sache und sowas wirft dich in der Vermögensentwicklung um mehrere Jahre zurück. Und wahrscheinlich oder vielleicht, gerade wenn du ein Anfänger bist und dann dem Virus zum Beispiel die Schuld in die Schuhe schiebst, weil du die zugrunde liegende Problematik noch nicht erkannt hast mit Zyklikern und langfristigem Gewinnwachstum, dann verlierst du vielleicht auch den Glauben an die Börse, so nach dem Motto, jetzt kommt da ein Virus und macht alles zunichte, was kommt als nächstes? Da kann ich ja gar nichts dagegen tun. Wie soll ich da 10, 20 oder noch mehr Jahre planen können, um dann vielleicht irgendwann mal finanziell frei zu sein oder auch nur in Anführungszeichen was neben der Rente noch zu haben? Da ist natürlich ganz deutlich eine Gefahr. Jetzt machen wir mal ein Beispiel, um das Ganze ein bisschen konkreter zu machen. Wir haben ja das Starterdepot, das haben wir hier. Da investieren wir ja monatlich 500 € in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Haben daher eine Dividendenstrategie gefahren, dynamisches Dividendenwachstum, und haben ja jetzt hier auch die Feuertaufe mitgekriegt, dank des Coronavirus. Und wollen wir uns nochmal anschauen, wie wir hier da durchgekommen sind durch den Crash. Ich habe ja hier das Standarddepot auf dem Blog wachstumswerte.net. In Live-Ansicht, da siehst du ja, wie das gewichtet ist nach Branchen und so weiter. Du siehst auch hier schon mal Kennzahlen. Da siehst du auch hier Kennzahlen bezüglich der Gesamtperformance, also die Gesamtrendite. Wir sind im Plus, also trotz Börsencrash sind wir im Plus, 1,55%, haben auch ein paar Dividenden kassiert. Und das ist natürlich erfreulich. Noch erfreulicher fast ist, dass wir jetzt auch benchmarken können. Ich habe nämlich einen Freund und der hat sich doch tatsächlich bereit erklärt, Portfolio-Performance für mich, das Depot, das Standarddepot in Portfolio-Performance für mich einzupflegen. Also vielen Dank an der Stelle. Das heißt, wir haben jetzt hier auch Portfolio-Performance und da sind also jetzt hier alle Wertpapiere eingepflegt, hier mit allen Transaktionen. Wunderbar. Und wir haben hier jetzt dann auch entsprechend den Chart oder den Benchmark, den habe ich jetzt hier anfangen lassen zum 1.7., also dann, als wir die erste Aktie gekauft haben.
Und der Benchmark oder die Benchmarks, das ist auch der MSCI World, also kein Index, doch kein ETF, sondern der Index Total Return, das heißt, das sind die Dividenden dabei, einmal in Euro, einmal in US-Dollar, um dem Einwand gleich vorherzukommen, dass man ja in Euro ihn hätte anzeigen müssen wegen den Wechselkursen. Und dann siehst du hier die grüne Fläche, das ist das Starter Depot und dann die anderen beiden Linien hier, das sind die beiden MSCI Worlds. In Dollar ist lila und in Blau ist die Euro-Variante. Ja, und ich bin ja jemand, der, sage ich jetzt mal, Logik, Struktur, Anlagestrategie und so weiter, insbesondere auch die Aktienselektion vor das Benchmarken stellt. Es gibt viele, für die ist Benchmark quasi der heilige Gral, aber gerade am Anfang von so einem Depot, wenn du damit anfängst, so wie wir jetzt mit dem Standarddepot, da macht das überhaupt keinen Sinn. Das ist eher schädlich aus meiner Perspektive. Da machst du dich nur verrückt. Am Anfang ist es sowieso Zufall, ob du, wenn du jetzt gerade 1, 2, 3, 4, so wie wir es gemacht haben, sukzessive aufbauend Aktien im Depot hast, dann ist es Zufall, ob du jetzt den Benchmark schlagst oder nicht. Also gerade hier, das ist alles noch sehr viel zufallsgetrieben hier. Und deshalb habe ich da auch bisher keine großen Mühen drauf verwendet, hier zu benchmarken. Jetzt fängt es aber an, Sinn zu machen, weil wir hier einen echten Crash erlebt haben. Und das ist dann natürlich schon interessant zu wissen, wie dein Depot oder wie unser Depot, jetzt Standarddepot, jetzt durch diesen Crash gekommen ist. Das heißt, hier wird es dann wirklich interessant. Hier siehst du dann eben den Crash. Und was man hier eben sehen kann, das ist, dass der MSCI World in Summe mehr verloren hat im Crash, zum einen, und zum anderen, dass der MSCI World sich auch wieder langsamer erholt hat als das Standarddepot. Wir sind mit dem Standarddepot jetzt sogar leicht im Plus, wie man hier erkennen kann, hoffentlich, wenn du auf dem Handy guckst. Und die beiden MSCI Worlds, die sind noch irgendwo bei so ungefähr zwischen 4 und etwas über 6% im Minus. Das muss ich fairerweise dazu sagen. Wir haben Mitte März einen Einmalkauf gemacht. Das heißt, wir haben zu Tiefskursen nochmal die Sparpläne alle 20 ausgeführt. Was auch erklärt hier wahrscheinlich, warum wir hier dann nochmal extra Boost gekriegt haben bei der Kurserholung. Aber wir haben ja auch strukturelle Nachteile gegenüber diesen MSCI-Indizes. Zum Beispiel lassen wir bei jedem Aktienkauf 1,5% Performance auf der Strecke in Form von Gebühren und müssen auch noch für Spreads gerade stehen, also schlechtere, ein bisschen schlechtere Kursstellung, was sich ja deutlich, also was sich verbessert hat, dadurch, dass die Consorsbank, wo wir das Standarddepot führen, ja die Orders umgestellt hat auf, wenn ich mich so recht erinnere, auf was war es, auf Tradegate von der Börse München, glaube ich. Und ich habe eine Auswertung gemacht und es war besser. Also an der Stelle nochmal vielen Dank. Ja, also das heißt nichts. Also im Prinzip sind wir strukturell im Nachteil, was das Benchmarken hier angeht. Und trotzdem denke ich, ist es also ganz gut, wie sich das Standarddepot so weit entwickelt hat. Und das ist natürlich auch der Aktienselektion zu verdanken, wenn ich hier nochmal ein bisschen reingehe. Und da komme ich halt wieder zurück auf die Bedeutung der Branchen und auf die Bedeutung von Zyklikern. Wir haben schon ein paar Zykliker hier im Depot. Also hier mit Adidas beispielsweise und McDonald's, aber auch so im Industriebereich hier. Die sind ja auch zyklisch unterwegs. Aber wir haben eben auch vieles, was sehr gut ist, wo das dauerhafte Gewinnwachstum, was ja die Basis war, gegeben ist und wo auch die Branchen eben entsprechendes Wachstum versprechen. Auch diese Zykliker hier, wie Adidas, die haben auch langfristiges Gewinnwachstum, aber sie sind halt anfälliger gegenüber Konjunktureinbruch, insbesondere gegenüber schließenden Läden. Also es gibt ja durchaus, jeder Börsencrash hat so seine Eigenart, ja. Und bei dem Corona-Crash, der hat relativ viele Eigenarten bezüglich der Härte und wen es jetzt auch genau trifft, aber nichtsdestotrotz, ein Börsencrash ist halt immer mit einem Konjunkturabschwung verbunden und das ist jetzt nicht Corona-spezifisch. Also das Standarddepot ist doch recht gut mit dem Börsencrash zurechtgekommen. Und ich bin auch ganz optimistisch, dass es dann auch bei den nächsten Börsencrash, die ja irgendwann im Zeitverlauf zu erwarten sein werden, genauso sein wird.
Das habe ich dir jetzt nochmal gezeigt, damit das Ganze nochmal ein bisschen plastischer wird. Und meine Bitte oder meine Anregung, vielleicht eher so, wäre einfach, dass du den Börsencrash auch mal zum Anlass nimmst, deine Anlagestrategie vielleicht ein bisschen jetzt auch mit Abstand, nachdem die heiße Phase vorbei ist, anzuschauen und mal zu gucken, wie dein Depot eben im Vergleich zu einem MSCI World oder zu einem, wenn du einen besseren Vergleichsmaßstab hast, gerne, nimm auch gerne diesen abgeschnitten hat. Und falls, was ich ja nicht hoffe, das nicht ganz so gut abgeschnitten hat, dann überleg dir einfach mal, ob das was hier mit deiner Depotstruktur, mit deiner Anlagestrategie eventuell zu tun hat und ob du dein Depot ein bisschen mehr in Richtung unzyklisch langfristiges Gewinnwachstum ausrichten kannst. Insbesondere dann, wenn du eine Dividendenstrategie fährst, bist du möglicherweise oder mehr davon betroffen oder hast du eine größere Gefahr aufgrund des Fokus auf die Dividende bzw. Dividendenrendite, das langfristige Gewinnwachstum und auch diese Zyklikerproblematik etwas aus den Augen zu verlieren. Dann schau auch nochmal vielleicht mit beiden Augen hin auf dein Depot. Okay. Das war das Wort zum Samstag. Wenn du das Video morgen schaust, dann ist es das Wort zum Sonntag für dich. Dann hoffe ich, dir hat das Video gefallen und komm gut durch den Börsencrash. Bleib weiterhin gesund und man sieht sich im nächsten Video. Ciao.